Ja, die Auslagung von Pensionsverpflichtungen in eine Unternehmenskasse muss differenziert betrachtet werden. Eine Auslagerung von aktiven Anwärtern oder auch ausgeschiedenen Anwärtern ist in der Regel uninteressant, weil hier die Finanzierungszeit in der Regel zu kurz ist. Es muss auf der einen Seite die Rückstellung in voller Höhe steuerlich aufgelöst werden, auf der anderen Seite kann ich nur entsprechend dem Reservepolster und dem § 4d Einkommensteuergesetz dotieren und der Unterstützungskasse Beträge zuführen. Anders sieht es aus bei Rentnern. Die Rentnerauslagerung ist in der Unternehmenskasse ideal darzustellen. Hier kann ich zum Beispiel bei einem 65-Jährigen die elffache Rente der Unterstützungskasse zuführen. Ich muss es auch nicht liquiditätswirksam machen. Es reicht hier ein reiner Belegtausch, also Liquidität muss nicht unbedingt fließen. Und die elffache Rente ist auch ausreichend. Vergleicht man das zum Beispiel mit der steuerlichen Pensionsrückstellung, Heubeck hat so in etwa die 10,5-fache Rente. Das heißt, wenn ich die 10,5-fache Rente auflöse, die elffache zuführen kann, führt hier das Ganze noch zu einem zusätzlichen steuerlichen Aufwand und dann letztendlich auch zu einem kleinen Steuervorteil, ohne dass Liquidität abfließt. Und auch das Thema Bilanzsprungrisiko, sprich Auflösungsrisiko, das heißt die Auflösung der Rückstellung im Todesfall, wird hier vermieden. Das Ganze also auch aus Risikogesichtspunkten für den Unternehmer hochinteressant.